Und zu diesem Video, wir vergleichen den Dyson V8 und den Dyson V6. Welcher Sauger ist der bessere? Links der Dyson V8, rechts hier in Gelb der Dyson V6. Wodurch unterscheiden sich die beiden Staubsauger? Nun vor allem im Preis. Der Dyson V8 ist deutlich teurer. Den V6 bekommt man am günstigsten. Das ist der günstigste Dyson, den man aktuell kabellos erwerben kann. Ja, das ist aber auch schon der größte Vorteil des V6, denn der V8 bietet für das Geld auch einfach mehr. Fangen wir mal an. Zum einen gibt es zwei verschiedene Saugstufen, Normal und Max, wie ihr hier seht. Max ist eine deutlich höhere Saugleistung, die hält der Sauger auch nur ein paar Minuten durch, aber damit kriegt man schon mehr Dreck weg. Dann geht es weiter, wir haben hinten einen HEPA-Filter, den kann man abnehmen und reinigen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Dann weiterer mit der wichtigste Vorteil, der Akku ist etwa doppelt so lange haltbar, beziehungsweise man kann doppelt so lange saugen, nämlich 40 zu 20 Minuten für den V8. Ja, weiterer Pluspunkt, das Gelenk der Bürste lässt sich beim V8 quasi 360 Grad drehen in alle Richtungen, in alle Seiten. Das kann der V6 nicht. Beim V6 zeige ich euch jetzt hier, kann man das Gelenk zwar auch nach oben unten klappen, aber ansonsten nur noch nach links. Nach rechts geht es nicht. Hier ist es ja blockiert. Man kann also nicht rundum das Teil bewegen. Ja, Pluspunkt. Beim V6 muss man sagen, ich finde, man kann den Dreck besser rauslassen. Dieser Staubbehälter lässt sich besser öffnen. Aber das ist auch mit der beste Punkt am V6. Ansonsten von der Leistung und der Funktionalität finde ich den V8 einfach besser. Mein Tipp daher, greift zum V8, wenn euch der Mehrpreis nichts ausmacht. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Ansonsten bis bald.